werden, weil solche Trades ziehen Scammer an. So, wie viel kriegt ihr jetzt mit Party auf Schaden? Haut mal raus, was sich jetzt geändert hat. 0,18, 0,19 war es vorher. Jetzt müsste es wahrscheinlich 0,05 sein oder so, weil ihr beide inaktiv seid. 0,03. Danke für den Follow. Was geht ab, Pace? Denkst du, die werden bei Universe direkt mehrere Server rausbringen? Vermutlich. Aber man weiß es noch nicht. Aber ich denke, also ich gehe davon aus und ich denke, die meisten Leute gehen davon aus, dass es mehr als einen Server geben wird. Mit hier sind es 0,1. Okay. Ja gut, ich habe auf meine XP nicht geachtet, ne? Wartet mal, ich schalte nochmal um. Ich habe auf meine XP gar nicht geachtet. Dürfte sich zwar jetzt nicht so extrem unterscheiden, eigentlich. 0,02 und ich glaube 0,03 auf Schaden. Low Damage, confirmed. Ja, 0,02, 0,03. Machen wir nochmal Level. Okay, 0,02. Mal schauen, ob es wieder 0,03 kommt. Dann wird es bei mir wiederum keine Rolle spielen in dem Szenario. Ne, 0,01. Okay, also schon 50% weniger. Ja, genau. Aber das passt ja. Wenn du auf Level stellst, bevorzugst du die Leute, die halt low sind. Und der Leveler verliert seine XP. Und wenn du es auf Schaden, auf Contribution stellst, verlieren alle niedrigeren oder... Wobei, macht das wirklich Sinn? Weil vorhin hat doch jemand gesagt, das ist 50-50, ne? Mach mal ohne Heal. Wir haben schon ohne Heal gemacht. Also vorhin meinte jemand, das ist 50-50. Ich weiß nicht, woher diese Info stammt. Testen, I guess. Also nicht ganz 50-50. Ja, denke ich mir nämlich auch gerade, weil wenn es 50-50 wäre, ist es unmöglich, dass sie weniger bekommen. So viel weniger. Mehr mit Heal auf der Einstellung. Auf Level meinst du? Damn, ich weiß nicht, wann du das geschrieben hast. Bam. Level hoch 2, geteilt durch die Summe der nahen Level hoch 2. Macht Piercing Arrow auch AOE, ja. Als du auf Level hattest, mit Heal war glaube ich mehr. Schauen wir da nochmal. Heal me. Ich verlasse mich auf euch. Ja, ich meine, müsste auch Sinn machen, weil den aktiven Bonus gibt es ja auf Level trotzdem. Das ist ja mit der Party-Einstellung nichts. Wie viel kriegt ihr dann? Wie viel hittet Piercing im Vergleich zu Fire Arrow? Uff, nicht so viel. Ich glaube 6k und Fire Arrow ist 9k. 5,3. Fire Arrow ist 9,1. Achso, das war bei Carrier Bomb, ne? Moment. Sollte man vielleicht schon mal den gleichen Mobs testen, ne? Wäre eine Idee. Also 5, 8 und 7. Weil der erste Tick zählt immer. Also 7. 5,3 gegen 7. Also schon Fire Arrow ist der stärkste Skill. Fire Arrow ist huge. 0,27 mit Heal. Also 50% mehr. Aber nur wenn auch HP geheilt werden. Ja, genau. Das ist bekannt. Also ist Leechen in Zukunft Waste? AFK Leech meinst du? Nicht ganz, würde ich sagen, weil du bist ja immer noch AFK und kriegst trotzdem XP. Also den Aspekt hast du immer noch. Danke für den Sub, Yoda. Lol, GZ. Die Frage ist halt, wird es wirklich genügend FS-Leute geben? Also Leute, die aktiv FS spielen? Und die Antwort ist definitiv nein. Tausendprozentig nicht.
Genau. Aber das heißt, man tradet einfach nur die XP. Also eigentlich auch wieder genau wie ein Flyf PC. Du tradest einfach nur die XP. Auf Level bevorzugst du eine gewisse Konstellation. Ich meine, kommt natürlich auch aufs Level der Charakter an. Die in der Party sind. Und auf Schaden halt den, der Schaden macht oder den, der aktiv was macht. Also eigentlich auch nicht wirklich was Neues. Zwei Heller sind wasted, weil nur der eine als aktiv gewertet wird. Auch wenn ihr beide Leben herstellt, echt? What? Oder meinst du, weil nur einer Leben herstellen kann? Ach so, okay, ja, kann man schon sagen. Ja, wenn beide HP herstellen, dann müsste es ja passen, eigentlich. Ich meine, gut, musst du ganz schön viel Damage kriegen, dass zwei Healer dich wirklich effektiv heilen, aber theoretisch möglich. Na ja, genau. Kommt halt drauf an, ob ihr HP herstellt oder nicht. Kann sich nicht zwischen Ranger und Eurojester entscheiden? Oder vielleicht doch BP? Uff. Sehr entscheidungsfreudig, Yoda. Wirkst du? Werden den Leveln denn XP abgezogen? Auf Level ja, auf Schaden nein. Oh, du bist schon gejoint. Ja, okay. Du hast die Red Skull noch aktiv, ne? Wurst, bekomm mal Schaden. Ich habe halt nicht mal Perfect Block aktiv, also eigentlich müsste ich übelst den Damage fressen. sag ich doch. Holy shit. Weil die machen mir so viel Damage. Die Rüstung muss weg, what the fuck, Alter, dann one-hitten die mich. Bist du wahnsinnig? Die ist aktiv, okay. Ja, nee, ich wollte jetzt nur gucken wegen dem XP-Bonus. Genau. Also der XP-Bonus ist jetzt gleich mit Red Scroll. Das war jetzt nämlich das Einzige, was ich noch gar nicht drauf geachtet hatte. Also ist die Funktionsweise von Red Scroll wirklich 1:1 identisch mit Flyf PC. Es ist einfach nur die Skill-Erweiterung auf alles. Alle Server, alle Channel. Sozusagen. Das war's. Genau. Ja, aber wie gesagt, das ist eigentlich echt wie ein Flyf PC, nicht wirklich was Neues. Der einzige Unterschied ist halt mehrere Leveler. Da profitiert man dann tatsächlich. Also je mehr Aktive, dann profitiert man durch diese neue Formel. Aber ansonsten, wenn du jetzt zwei Leecher hast oder ein Leech oder was auch immer, dann ist es eigentlich nicht wirklich was Neues. Party-Einstellungen kannst du einstellen, wer soll mehr XP kriegen? Oder wie sollen die XP verteilt werden? Lieber mehr dem Leveler oder lieber mehr dem Leecher? Und das war's. Und ansonsten halt, je mehr Leute, desto mehr Bonus-XP. Also je mehr aktive Leute. Aber aktiv in dem Fall ist dann schon Leveler gemeint und nicht, weil wenn der 7 Leute hinterherlaufen, die dich heilen, das bringt natürlich nichts. Also das Verhältnis muss da sein. Also ich denke, das beste Verhältnis sind wahrscheinlich 6:2. 6 Damage-Dealer, Leveler, whatever und maximal 2 Healer. Probably. Oder 5:3 geht vielleicht auch noch. Aber 4:4 wäre, glaube ich, schon nicht gut. Weil wenn du einen in der Party hast, zum Beispiel einen Ranger, der alles blockt und einfach kein Damage kriegt, den die Leecher nicht heilen können, dann müssten 2 FS theoretisch zu einem Typen gehen. Und wie wir jetzt schon gesagt haben, zweimal hier ist aber zu stark. Also erstens mal ist es useless, weil ich meine, braucht man ja auch gar nicht. Wobei man dann halt auch wieder dazu sagen muss, der FS kann ja auch selber Monster töten. Also wenn es wirklich dazu kommt, also 4-4 könnte schon klappen, wenn mindestens einer der FS dabei ist, der einfach mit Moonbeam selber Mobs killt. Also wenn man gerade kein Heal braucht, weil alle stark genug sind oder einfach keiner Damage bekommt, dann könnte der einfach mit Moonbeam ein bisschen rumlaufen und killen. Oder theoretisch könnten alle FS das machen, wenn keiner Heal braucht. Und dann sind sie auch aktiv. Wobei, nee, oder? War nicht Moonbeam irgendwie verbuggt? Wurde das gefixt? Uff, da war doch auch irgendwas. Irgendjemand meinte doch, dass Moonbeam irgendwie verbuggt ist, oder? War da nicht auch irgendwas? Oh. Lohnt sich der Aufwand mit der Gruppe? Safe, ja. Aber halt nicht am Anfang. Also ich würde bis 15 würde ich es nicht machen. Zumindest nicht, wenn man sich zwei Chars erstellen will.
Der war buggy, hat Power Scroll als Flat Bonus pro Tick bekommen. Achso, das war nichts mit XP oder so, oder? Bei Moonbeam. Wie werde ich die Party einstellen bei mir, wenn ich meine zweite Chance hochlevel? Habe ich schon gesagt, bis Level 15 Level. Bis Level 15 auf Level und ich level mit beiden Chars. Und wenn ich mit beiden 15 bin, stelle ich sie auf Schaden und heale mich immer, wenn ich Damage bekomme. Und bin dann auch mit Leuten in der Party am besten. Mit mehreren aktiven Levelern. Im schlechtesten Fall 4 zu 4. Also 4 Leute, die leveln. Dann kauft ihr ein augenverdrehendes Gesicht, alles für den Content. Da muss man aber dazu sagen, wenn jeder seinen eigenen FS hat, dann ist 4-4 nicht schlecht. Weil dann ist es ja so, dass du dich ja einfach selber die ganze Zeit heilst und wenn der nicht so viel XP kommt, ist es dir egal, weil das bist ja eh du. Dieses, dass der Leecher oder der FS ja auch viel XP kriegen soll, das ist ja vor allem dann relevant, wenn der FS Solo ist, wenn es einfach ein Typ ist, der FS spielt. Dann will man ja, dass der möglichst viel XP bekommt, weil er soll ja nicht hinten abfallen, weil der soll ja mitleveln, damit er auch bessere Buffs bekommt und was auch immer. Oder halt einfach, naja, nicht zurückgelassen wird, irgendwie. Aber wenn das alles die eigenen Chars sind, also wenn das 4-4 ist, also 4 Leveler und alle mit ihrem eigenen FS, und die healen sich halt gelegentlich, um ein bisschen Bonus-XP mitzusnacken, damit die auch ihren eigenen FS nicht abhängen, dann ist es wieder egal, würde ich sagen. Weil, ich meine, mir ist es dann egal, ob jetzt mein FS 40 oder 43 ist oder 45, ist mir vollkommen Wurst. Hauptsache, ihr seid nicht 20 Level unter meinem Leveler. Solange das nicht passiert, ist es ja egal. Also er sollte nicht zu stark abfallen, aber ich meine, solange er nicht gar keine XP bekommt, ist das dann Wurst. Und wenn du, wie gesagt, mit beiden Level 15 bist und dann anfängst damit, kann ich mir eigentlich kein Szenario forschen, in dem du deinem Leecher tatsächlich wegläufst. Gibt's die Musik, die gerade läuft, auch auf Offi? Yep. Vor allem Darkon 3 bei Kern und so läuft die. Hier läuft sie nicht, hier läuft die Darkon City Musik in FlyFPC.